Weil ich nur daran denke, dass Tristan was... Er ist aber nicht gestorben. Und ihm geht's auch schon wieder viel besser. Ja, aber trotzdem... Komm mal her. Danke, geht schon wieder. Rebecca, du musst dich ablenken. Und ich weiß auch schon wie. Heute Abend hier im No Limits meine Geburtstagsparty. Ich wusste gar nicht, dass du... Herzlichen Glückwunsch. Danke. Also um 8 hier? Wir schließen sogar. Extra für das Geburtstagskind. Ich guck mal, okay? Klar. Ich muss hoch. Helena will bestimmt wissen, wie es Tristan geht. Rebecca? Ja? Ich würde mich freuen, wenn du kommst. Lilly ins Bett, die ist total K.O. von der Fahrradtour. Ach, schade, ich hätte sie gerne noch gesehen. Ja, selbst dran schuld, ihr hättet ihr nicht so einen bequemen Sitz schenken sollen. Helena! Hey, ich war gerade bei Tristan im Krankenhaus. Bin mit Angie verabredet. Geschenk für Miri kaufen. Sehen wir uns nachher im No Limits? Ja, ich weiß noch nicht. Bis später. Ich muss. Ne? Ciao. Rebecca, du musst sie verstehen. Was Tristan da abgezogen hat, das geht echt gar nicht. Willst du ein Wasser? Ja, aber wir sind doch... egal. Sag mal, was schenkst du eigentlich Miriam zum Geburtstag? Das No Limits für ihre Party. Und sonst? Was mag sie sonst so? Ich glaube, mit einer DVD kannst du nichts falsch machen. Ja, aber ich weiß doch gar nicht, was sie schon hat und überhaupt, was sie so mag. Psst. Sorry. Und was hat sie so für Hobbys? Squash. Ja, und shoppen, aber das nur am 1. des Monats. Shoppen mit wem? Mit Anna? Aber sie ist doch Single, oder? Ja, klar, glücklicher Single. Nach diesem letzten Idioten, da diesem Typ aus, wo kam denn... Andi? Ach, Quatsch, Andi. Das war eine Ablenkung einsamer Herzen. Nee, ich meine diesen Idioten da aus Marburg. Da hat sie eigentlich die Schnauze voll gehabt von Männern. Wie jetzt? Du glaubst, sie steht auf Frauen? Nein. Ach so, hätte mich auch gewundert. Obwohl, naja, war es schon total lange her. Was denn? Sie hatte da mal was mit einer Frau, aber das... Das interessiert mich das überhaupt? Nein, eigentlich gar nicht. Sorry, ich frage nur, weil ich wissen will, was für ein Chip sie ist. Wegen des Geschenks. Also wie gesagt, mit einer DVD liegst du komplett richtig. Sie mag Splatter. Ah. Dann sehen wir uns heute Abend auf Miriams Party. Ja, ich denke schon. Gut, bis dann. Ja, tschüss. Also ich kann euch gern die Schultern massieren. Nein, danke, kein Bedarf. Komm, lass uns gehen. Hallo? Wir lassen uns doch jetzt nicht hier verjagen. Nicht erschrecken, was wir so... Hallo, Rebecca. Hallo. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Oh, danke. So, geh doch schon mal durch. Du kennst dich ja aus. Frau Schneider, hätten Sie mal einen Moment? Ja, sicher. Das kommt jetzt vielleicht aus dem Nichts. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich darauf komme, aber... Wie war das eigentlich damals bei Ihnen und Stella? Ich meine, woher wussten Sie, dass Sie auch auf Frauen stehen? Oh, das nenne ich jetzt mal eine direkte Frage. Entschuldigen Sie, ich wollte Sie nicht in Verlegenheit bringen oder sowas. Nein, nein, kein Problem. Ja, wie war das damals? Ich habe mich eigentlich in den Menschen Stella verliebt, gar nicht so sehr in die Frau. Aber es war für mich wichtig, das auszuprobieren, weil ich wusste gar nicht, ob ich nicht die Sehnsucht habe, danach eine Frau zu lieben. Aber... Das war's nicht. Ich hoffe, ich habe Ihre Frage damit hinreichend beantwortet. Ja. Danke, Frau Schneider. Und ich soll euch alle von Tristan grüßen. Es geht ihm schon viel besser.
Tristans Genesung ist eine große Erleichterung für die ganze Familie. Du hast dich ja so schick gemacht. Hast du noch was Besonderes vor heute Abend? Ich gehe auf eine Geburtstagsparty. Oh, habe ich was verpasst? Wer hat den Geburtstag? Miriam aus den No Limits. Die Kellnerin. Eine Kellnerin. Und deswegen hast du dir so viel Mühe gegeben? Ach, entschuldige, ich habe ja ganz vergessen. Du warst ja selbst mal eine. Ganz klar. Ich bin sicher, auf der Party werden auch ein paar nette Jungs sein, hm? Nee, Papa. Jungs will ich heute Abend bestimmt nicht kennenlernen. Das ist aber schade, wo du dich doch so schön gemacht hast. Mutter, musst du nicht deine Tabletten nehmen? Ja. Ich geh dann mal. Ja. Gute Nacht. Dankeschön. Tschüss, schönen Abend noch. Tschüss. Ja, und grüß mir deine Kellnerin. Ah, mach ich. Hey, Becky. Na, alles klar? Ja, danke. Spielst du auch gleich irgendwas Tanzbares? Ja, logisch. Nicht so viel mit dem Geburtstagskind knutschen. Hi. Hey. Du hast da was Rotes. Ja, ich weiß. Wo ist eigentlich Miriam? Du, die ist heute nicht da. Was? Ja, das war ein Witz. Natürlich ist sie da, ist doch ihre Party da vorne. Hi. Hey, schön, dass du da bist. Ich hoffe, es gefällt dir. Dankeschön. Das glaube ich jetzt nicht. Ist sie von dir? Ich meine, selbst genäht? Ja. Cool, dankeschön. Wow, das ist aber eine Ehre. Das ist Rebeccas bestes Stück. Ich dachte, die wäre unverkäuflich. Echt? Oh, danke. Sag mal, hast du Lust zu tanzen? Jetzt schon. Ja. Konstantin spielt auch super Musik. Ja, okay, also überredet. So, Leute, letzte Möglichkeit zu tanzen. Ihr zwei Schnuckels, kann mir einer von euch gleich eine Schüssel geben? Ich hab meine oben liegen lassen. Ich komm sowieso mit Tuch. Was mit dir? Da knutscht man einmal rum, schon hauen alle ab. Wo ist denn Miri überhaupt? Hier. Ihr geht schon. Ja, war eine super Party. Ja, danke, dass du die Musik gemacht hast. Ciao. Tschüss. Wir sind dann auch mal weg. Ciao, kommst du klar? Kommst du klar? Ich komm immer klar. Ja. Oder Schatz, ich komm doch immer klar. Da bin ich schon mal nicht klar gekommen. Jetzt sag doch mal. Doch mal. Ja, komm, wir sind weg. Ciao. Warte, ich helf dir. Ach Quatsch, den Rest kann ich auch morgen früh machen. Soll ich den Taxi rufen? Ich helf dir erst. Und sie ist das zweites Geburtstagsgeschenk oder sowas. Wenn du unbedingt willst. Rebecca?